Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Aufstieg trotz deiner Unterdrücker. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 28. September 2019. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir haben den Kampf der Menschheit mit der Unterdrückung erlebt und wir verstehen, warum so viele von euch über diese Unterdrückung wütend sind. Wir verstehen, warum du wütend auf Regierungsbeamte, Kabalen und negativ orientierte Außerirdische bist. Und wir haben Mitgefühl mit dir für das, was du dort auf der Erde ertragen hast. Wir glauben jedoch, dass wir helfen können, einen Teil des Leidens, das du erlebt hast, zu lindern, indem wir dich daran erinnern, dass ihr sehr mächtige Wesen seid und dass ihr eure eigene Realität erschafft. All die Unterdrückung, die ihr erlebt habt, war also notwendig, um euch die Erfahrungen der dritten und vierten Dimension zu geben, die ihr dort auf der Erde haben könnt. Ohne die Unterdrückung wärt ihr sehr schnell durch die dritte Dimension gegangen und viele von euch wären in die fünfte Dimension gegangen, bevor der Rest der Menschheit bereit war. Wir haben dies zum Beispiel bei den Mayas gesehen, wo viele der Mayas aufgestiegen sind, weil sie einfach bereit dazu waren. Wenn dies nun auf der Erde so weitergegangen wäre, hättet ihr eine aufsteigende Zivilisation nach der anderen gehabt und diejenigen, die nicht so glücklich waren, sich für die Inkarnation in einer Hochkultur entschieden zu haben, hätten noch mehr Leid und noch mehr Unterdrückung ertragen müssen. Diejenigen von euch, die den Raum für die ganze Menschheit und die höhere Schwingung für das Kollektiv halten, haben dort ein Gleichgewicht geschaffen. Und dieses Gleichgewicht war notwendig, um euch allen die zahlreichen Erfahrungen zu geben, die ihr vor der Verschiebung haben wolltet. Denke daran, dass alles eine Entscheidung auf einer bestimmten Ebene ist. Nur weil du dich nicht daran erinnerst, die Entscheidung getroffen zu haben, dort zu inkarnieren und unterdrückt zu werden, macht es das nicht weniger zu einer Entscheidung. Nun, da die meisten von euch, die wach sind, sich auch eurer Unterdrücker bewusst geworden sind, empfindet ihr viel Wut und wollt Gerechtigkeit. Ihr wollt, dass sie zur Strecke gebracht, inhaftiert werden, und einige von euch wollen sogar ihren Tod als notwendige Strafe für das, was sie getan haben. Aber so entwickelt und steigt ihr nicht auf. Ihr entwickelt und steigt auf durch Vergebung, Mitgefühl und bedingungslose Liebe. Und diese Vergebung wird durch dein Verständnis ermöglicht, dass du sie gebraucht hast, um die Rolle der Bösewichte, der Dunklen zu spielen. Ihr braucht diese Unterdrückung, um lange genug in der vierten und dritten Dimension zu bleiben, um ein kollektives Ereignis zu schaffen, das der Aufstieg der gesamten Menschheit sein wird, die auf der Erde gegenwärtig ist. Also sucht nach diesem Wissen in euch selbst. Verarbeitet eure wütenden Gefühle und kommt an den Ort der Vergebung und des Mitgefühls für diejenigen, die sich entschieden haben, ihre Rollen zu spielen. Und wir können euch versichern, dass diese Rollen nicht so gut sind, wie ihr vielleicht vermuten würdet. All diese Macht und all dieses Geld zu haben, ist sinnlos ohne Liebe. Und einige dieser Wesen, die eure Unterdrücker waren, sind sogar durch das Leben, das sie gelebt haben, zu diesem Schluss gekommen, und sie werden diejenigen wie euch brauchen, die wach sind, um ihnen zu vergeben. Und wir glauben, dass dies auch für den Aufstieg der ganzen Menschheit notwendig ist. Wir sind der arcturianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape.
Vielen Dank für deinen Energieausgleich.